Moin meine Lieben, in dem heutigen Video geht es darum, was für neue Leaks kommen. Es kommt auch ein neues Event. Was das für ein Event sein wird, erfahrt ihr im Laufe des Videos. Und wenn euch das Video gefällt, würde ich mich darüber freuen, wenn ihr ein Like und ein Abo da lasst. Ansonsten wünsche ich euch sehr, sehr viel Spaß bei diesem Video. Moin, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es Leaks und ja, wir haben einen neuen Duel Pass. Ich würde sagen, damit fangen wir jetzt auch erst an. Der ist jetzt, wie gesagt, neu. Und ja, da gibt es einige UR. Was ist ein Duel Pass? Haben wir hier dann auch nochmal, da sieht man dann verschiedene Stufen. Da könnt ihr Stuff freischalten und der kostet 700 Gems. Und ihr bekommt dafür mehr raus, als ihr reinsteckt. Ja, ihr bekommt 100 UR. Plus, ihr bekommt nochmal die 700 Gems raus. Ihr bekommt hier den Su-Schiff-Begleiter. Plus eine Monster-Illustration hier, genau, von Ursa Arctic. Gibt es hier dieses Wallpaper. Also, ich würde jedem von euch das ans Herz legen, den zu kaufen. Ihr habt auch 74 Tage noch Zeit, den fertig zu machen. Wenn ihr viel spielt, habt ihr den innerhalb von 1, 2 oder auch 3 Tagen, habt ihr den fertig, ja? Also, das würde ich jedem ans Herz legen. Der lohnt sich immer zu kaufen, weil da könnt ihr nur Plus machen. Ihr kriegt einfach 700 Gems wieder raus. Also der ist quasi umsonst. Ansonsten schauen wir uns doch jetzt einfach mal die Leaks an. Wir haben jetzt hier nicht so viel an Leaks. Wie gesagt, wir haben das neue Event. Gibt wieder 3100 Gems. Das kennen wir ja bereits. Das heißt Attribute 4. Da kann man nur die 4 Attribute, die ihr hier seht, spielen. Einmal Erde, Wasser, Feuer und Wind. Und ja, da werden auch Karten gebannt sein. Natürlich wieder für die Balance. Ansonsten glaube ich, wird das auch ein relativ nerviges Event sein. Ich glaube, in dem Event könnte Infernoid sogar ganz gut sein. Oder auch Wanderbrise, je nachdem, was da erlaubt ist und was nicht, weil die sind ja meistens alle Wasser und Wind. Infernoid sind, glaube ich, alle Feuer. Bei Tierra bin ich mir nicht ganz sicher. Erdmaschine könnte man vielleicht auch noch spielen. Aber ja, hier haben wir dann noch Upcoming Duel Pass. Den haben wir ja eben schon gesehen, der ist ja schon da. Und wir bekommen anscheinend eine World Championship. Wurde ja auch schon mal angekündigt, dass die in Japan irgendwie stattfinden würde. Da bin ich auch gespannt, was ich cool finden würde von Konami, wenn die World Championship in Master Duel übertragen wird. Dass man da quasi zuschauen kann. So wie bei Dota, vielleicht kennen das einige von euch, dass man sich da so Pässe kaufen kann, kriegt da kleine Boni dafür und das ist quasi so eine Eintrittskarte, um den Spielen zuzuschauen live ohne Kommentatoren und was weiß ich. Oder man kann in-game vielleicht Kommentatoren einschalten. Das wäre sehr, sehr big. Würde ich auf jeden Fall feiern. Ansonsten interessiert mich das jetzt nicht, ne? Das ist einfach wie OCG einfach. Wenn die da World Championship oder sowas hatten, YCS, je nachdem, keine Ahnung. Aber ich würde es mir angucken. Wenn es da wirklich so wie es bei Dota wäre, würde es mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten gibt es hier als letzten Leak die Charma Sleeves. Ich weiß gar nicht, ob die schon drin sind. Ich glaube nicht. Ist jetzt, wie gesagt, nicht so viel gewesen heute. Wir kriegen die World Championship, die Sleeves, den Duel Pass haben wir schon und noch ein neues Event. Wann das sein wird, weiß ich jetzt nicht. Wird wahrscheinlich in den nächsten 2 Wochen stattfinden. Ich denke, nächste Woche wird dann ein Update kommen und dann kriegen wir dieses Event. Dann könnt ihr euch diese 3100 Gems schmecken lassen. Für die, die vielleicht Tier-Elements noch fertig bauen wollen. Ich meine, wenn ihr euch den Duel Pass geholt habt, könnt ihr da nochmal 3 UR craften mit den URs, die ihr aus dem Pass rauskriegt. Plus hier könnt ihr nochmal pullen. Ich denke, das sollte für die meisten reichen, dass ihr da gut was zusammenbekommt von Tier-Element. Ansonsten würde ich mich bedanken fürs Zusehen. Auch wenn es ein bisschen kürzer war. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Ich bedanke mich, ja, wie gesagt, fürs Zusehen. Dann sage ich ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss.